Oh, Bier. Heute ist leider unsere letzte Sendung von Cookit. Deswegen haben wir noch mal so richtig was Gemeins überlegt, weil ich will Stefan heute noch mal so richtig im Pfann hauen und deswegen bin ich heute mit ihm an der Tankstelle gefahren. Bitte, 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 Theresa, bloß die zwei Bier. Ein Bier. Zur Feier der letzten Sendung. Heute. Aber, also wirklich. Und wenn wir es bloß trinken und anstoßen. Ha? Ja, okay, mit. Okay, zum Anstoßen können wir es mitnehmen. Danke. Das ist gut. Was holst du denn von der Kondensmilch? Nix. Nix? So gar nix. Gut, dann nehmen wir es mit. Ja. Und zum Aufdungen von Bier noch Brot, Brot oder? Super. Brot haben wir bis jetzt fast immer gehabt, oder? Ja. Brot können wir immer gut brauchen. Aber schon immer was draus machen können. Dann kann man es eigentlich gleich dabei lassen, oder? Klangt doch. Brot und Milch und Bier? Ja. Puh, wenn das mal keine Suppen wird. Gehen wir zahlen, oder? Ja. Aber was Süßes kann man schon noch mitnehmen. Ja, das reißt es auch nicht mehr raus. Snickers. Für meine Nerven höchstens. Ja. Und ein Maß, ich mag Maß voll gern. Von mir aus. Dann zahlen wir. So, jetzt geht's ans Kochen. Jawohl. Viele Sachen haben wir ja halt nicht, also es kann ja nicht so lange dauern. Ja. Hast du schon was überlegt, ja, oder? Ja, ich habe mir in meinem Genius schon was ausgedacht. Okay. Ja gut, dann kochen wir mal. So, ich habe mir jetzt trotzdem noch ein paar Zwiebeln aus der Küche geklaut und die schneide ich jetzt in Streifen. So, ein bisschen Butter in die Pfanne. Der Herd ist auf Vollgas. Ja. Und wir lassen die Zwiebeln jetzt zuerst kurz liegen und salzen sie noch. So, die Zwiebeln auf Vollgas anbraten, 10 Minuten lang und immer mal mit Wasser ablöschen. So, dass sich der Satz aus der Pfanne löst und den Zwiebeln noch zusätzlich Geschmack gibt. So, ich lösche das jetzt nochmal ab. Wenn das jetzt reduziert ist, schütte ich die Zwiebeln in den Topf. Warum, erfahrt ihr später. So, es kocht jetzt nicht einfach oder brät in der Pfanne weiter aus Spaß, sondern es kommt die wichtigste Zutat, Bier! Was ist das? Das lassen wir jetzt einfach noch ein bisschen köcheln. Das wird schon irgendwas werden. Du weißt auch nicht genau, was du machst, oder? Ein bisschen Experiment halt. Mhm. Okay. Wie gesagt, ich muss es ja immer nicht essen. Kondensmilch, ha? Ja. Super. 4% teilentrahmt Wärme behandelt. Mhm. Ich probiere jetzt trotzdem eine normale Milch aus der zu machen. Und zwar verdünne ich die jetzt halb mit Wasser. Wer bringt auch Kondensmilch mit? Ich. Also ganz traue ich dem Frieden ja jetzt nicht. Aber zum Wohl. Puh, es schmeckt wie Kondensmilch mit Wasser. Ein Ei kommt in eine Schüssel, dann, was für unserem Kondensmilchkonstrukt, 125,8 ml ca. Und ein guter Schuss Mineralwasser mit Kohlensäure. Jetzt brauche ich Mehl, eine Waage. Ich habe das Mehl jetzt leider Gottes nicht gesiebt. Ja, mein Fehler, aber ich kann auch nicht an alles denken. Ja, ich muss ja deinen kompletten Part des Denkens mit übernehmen. Prise Zucker und Prise Salz kommt noch rein. Was ist das jetzt? Das nennt sich Butterschmolz. Brät. Ja, eindeutig. Nee, er backt aus. Er backt aus. Er backt aus. So, Palatschinken sind fertig und jetzt machen wir mal irgendwas aus dem Schwarzbrot. Ich denke, das wird Beiwerk zur Suppen. Brot. So, vor dem Brot schneide ich jetzt die Rinde ab und das schneide ich jetzt in schöne Streifen. Die rösten wir in Butter an und machen Croutons draus. Croutons. So. So, ich habe die Suppe jetzt noch gewürzt mit Salz, Pfeffer und Zucker und gebe jetzt noch ein bisschen Brühe dazu.
Die Schokoriegel waren jetzt mein größter Dorn im Auge, aber dazu ist mir auch was Grandioses eingefallen. Das kommt jetzt in die Palatschinken. So, richten wir mal die Suppen an. Zwiebel-Biersuppe. Zwiebel-Biersuppen. Guter Tipp von mir, nehmt daheim, wenn ihr es nachmachen wollt, lieber Schwarzbier, weil es schmeckt dann noch einmal ein Eck geiler. Ach, shit. So, schlussendlich ist es denn geworden. Schwarzbrot-Croutons mit Zwiebel-Biersuppe und Palatschinken gefüllt mit flüssigem Schokoriegel. Und jetzt hau rein. Ja, probieren wir mal. Zwiebel-Biersuppe. Schmeckt intensiv nach Bier und Zwiebeln. Ja, wer hätte es gedacht? Gute Mischung, ja. Mm, die Croutons sind geil. Ne? Mhm. So, das hat sie noch eine Nachspeis. Mhm. Auf die freue ich mich. Auf die freue ich mich jetzt richtig. Mhm. Mhm. Ne? Das ist genau das Richtige für mich. Oh, super. Und wieder habe ich mich zauberhaft durchgekocht, das Unmögliche möglich gemacht, aus 4 lumpernden Zutaten was Geiles zu zaubern. Na, Sterneköche, ihr da draußen, wenn ihr meine Dienste in Anspruch nehmen wollt, ich verübel's euch nicht, schickt mir einfach einen Brieftaum oder E-Mail oder sowas. Ja, zur Not kannst du immer noch deine Frau in der Mensa fragen, ob sie jemanden brauchen können. Oh also, ja, was soll ich jetzt da drauf sagen? Ja, probieren kannst du es einmal. Also, servusle. Tschüss.